Hey, ich bin Tanja Masurek. Ich bin seit über 20 Jahren im Auftrag der Liebe unterwegs. Zum Beispiel habe ich hunderte von Paaren in meiner damaligen Radioshow Late Night Love zusammengebracht. Und bevor es jetzt losgeht mit meinem kleinen Crashkurs in Sachen Manifestation, abonniert doch jetzt am besten gleich meinen YouTube-Channel, schenkt mir einen Daumen hoch für dieses Video, dann weiß der Algorithmus von YouTube, dass du mehr davon möchtest. Und bitte kommentiere gerne. Ich bin einfach gerne mit dir in Kontakt. Ich möchte wissen, wie es dir geht, was dich bewegt. Also stell gerne Fragen, sag mir, was du wissen möchtest. Dann drehe ich auch gerne ein Video zu deinem Thema. Nun aber zum heutigen Manifestationsvideo. Stell dir mal zwei Gitarren vor, die nebeneinander stehen. Wenn ich auf der einen Gitarre die A-Seite anzupfe, dann wird die A-Seite der anderen Gitarre ebenfalls zu schwingen beginnen, ohne dass ich sie anzupfe. Das heißt, diese beiden Gitarrenseiten gehen miteinander in Resonanz und schwingen gleich. Wenn nun die eine Seite verstimmt ist, dann wird es schwierig. Nun stell dir mal vor, du bist auch eine Gitarrenseite und du bist verstimmt. Du wurdest vielleicht lang nicht mehr gespielt und du klingst ziemlich erbärmlich, wenn man dich anschlägt. Welche Gitarrenseiten von anderen Gitarren werden nun also mit dir in Resonanz gehen? Natürlich alle Gitarrenseiten, die so wie du ebenfalls verstimmt sind und erbärmlich klingen. Du musst einfach wissen, wir Menschen bestehen nicht aus reiner Materie, wir sind vielmehr Energie und senden Schwingungen aus, so wie diese Gitarrenseiten. Quantenphysiker wie zum Beispiel Dr. Ulrich Warnke erzählen, dass wir sogar aus 99,99999% aus Leere bestehen und nur zu 0,00001% aus Materie. In der Physik nennt man diese Leere Vakuum. Und diese Leere ist aber gar nicht leer, sondern ist pure Energie. Wir sind also nicht nur umgeben von unserer Aura, die unser persönliches Energiefeld darstellt, sondern wir sind vielmehr durchdrungen von dieser Leere, dem Quantenfeld. Dieses Feld trägt viele Namen, Akasha-Chronik, morphogenetisches Feld, Raum aller Möglichkeiten, göttliche Intelligenz, die fallen sicher noch ein paar andere Ausdrücke ein. Dieses Feld verbindet uns alle miteinander. Vielleicht kannst du nun besser verstehen, was gemeint ist, wenn wir von Ausstrahlung sprechen. Jeder von uns kann die Ausstrahlung eines anderen Menschen fühlen. Menschen, die ein offenes Herz haben und glücklich sind, die haben eine schöne Ausstrahlung. Sie haben ein hohes Energielevel und ziehen Menschen grundsätzlich an, einfach weil sie positiv sind. Wenn du nun auf der Suche nach deinem Traumpartner bist, dann hast du zum derzeitigen Zeitpunkt eine Ausstrahlung, die alles repräsentiert, was du in deiner Vergangenheit erfahren hast. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass es dabei wirklich um deine Vergangenheit geht. Wir alle haben Tage, an denen es uns besser oder schlechter geht. An Tagen, wo es nicht so gut läuft, da erleben wir vielleicht Dinge, die nicht so positiv sind oder wir begegnen Menschen, die unfreundlich sind. Wenn es dir aber gut geht, dann wird dir das deine persönliche Realität auch widerspiegeln. Die Menschen sind freundlicher zu dir, alles läuft gut, einfach weil du an solchen Tagen eine schöne Ausstrahlung hast. Das heißt, du als energetisches Wesen hast eine höhere Schwingung als an schlechten Tagen. Wenn du bisher in Sachen Liebe immer wieder Pech hattest und wenn du dich bereits ein wenig mit dem Gesetz der Resonanz auseinandergesetzt hast, dann gehst du davon aus, dass es da eine Disharmonie in dir gibt, die dafür sorgt, dass sich deine Realität dementsprechend entfaltet. Diese Disharmonie entsteht oft durch eingeschlossene Emotionen, Programmierungen oder auch Traumata, die in unserer Jugend, in der Kindheit oder vielleicht sogar schon im Mutterleib entstanden sind. Wir alle haben als Menschen diese Herausforderungen. Sie gehören einfach mit zum menschlichen Spiel. Was viele aber nicht wissen, ist, dass wir auch Programmierungen und Blockaden und Traumata unserer Vorfahren erben. Die sind wie so ein Blueprint in unserer DNA abgespeichert. Die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, heißt Epigenetik. Und das erklärt auch, warum sich unsere Paradigmen und Glaubenssätze so schwer ändern lassen. Und wir kommen ganz schwer mit den Hilfsmitteln unseres kognitiven Verstandes an diese tiefen Themen heran. Denn wer weiß schon, wie lange eine Liebesthematik in unserer Ahnenreihe bereits existiert.
Ich habe nicht nur die Themen meiner Mutter geerbt, sondern natürlich auch die meines Vaters. Meine Mutter wiederum hat die Thematik ihrer Mutter, also meiner Oma, geerbt und so weiter und so weiter und so weiter. Um es auf Schwingungsebene zu erklären, unsere Themen und Programmierungen sind die Disharmonie, die wir hören würden, würden wir eine Gitarrenseite sein. Vielleicht kannst du nun auch verstehen, warum du in deinem Leben immer wieder ähnliche Themen erlebst, warum du denselben Typ Mann anziehst und warum du in manchen Lebensbereichen mit Herausforderungen zu kämpfen hast und das Gefühl hast, alles zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Wenn du also etwas Neues erleben möchtest, eben zum Beispiel in Sachen Liebe, dann ist es irgendwie logisch, dass sich deine Ausstrahlung verändern muss, damit etwas Neues in dein Leben kommen kann. Viele von uns machen ihr Glück von den Ereignissen im Außen abhängig. Wir glauben, wenn dann erst der richtige Mann in meinem Leben ist, dann ist alles gut. Das ist leider langfristig ein Irrtum, denn sobald die erste Verliebtheit abgeflaut ist und du längere Zeit mit diesem Mann zusammen bist, wirst du erkennen, dass sich die Thematik zwischen deinem Mann und dir wiederholt. Sie sind den Themen deiner letzten Beziehungen sehr ähnlich. Was ist also die logische Schlussfolgerung? Veränderung geschieht nur von innen nach außen. Wenn wir positiv und glücklich durchs Leben gehen, werden wir positiven und glücklichen Menschen begegnen. Gut, ab und zu werden sich auch andere Menschen in unser Leben verirren. Vielleicht spielen wir eine Rolle bei deren Entwicklung oder sie eine in unserer. Auf jeden Fall haben wir immer die Möglichkeit, etwas zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt also Single bist und dir eine schöne Partnerschaft wünschst, dann sind drei Dinge wichtig. Erstens, du solltest deine Energie erhöhen, damit du eine neue Ausstrahlung bekommst. Und wie geht das? Entschließe dich dazu, dir etwas Gutes zu tun, und zwar jeden einzelnen Tag. Meditiere, sei dankbar für das, was du hast und beklag dich nicht darüber, was du nicht hast. Schmeiß deinen Fernseher aus dem Fenster. Erstens verschwendest du ganz viel Lebenszeit mit dem Ansehen vieler unnützer Dinge und zweitens tut dir das, was du hörst, nicht gut, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Wenn du informiert sein möchtest über das angebliche Weltgeschehen, dann reichen 5 Minuten am Tag dafür völlig aus. Und weiter, umgebe dich mit fröhlichen Menschen und so weiter und so weiter. Du weißt, was ich meine. Übernehme Verantwortung für dich und deine Energie. Sag Nein zu allem, was dich runterzieht. Zweitens, entrümple dein Energiesystem. Entlarve die Lügen, die du dir selbst erzählst über die Liebe und das Leben. Finde deine hinderlichen Glaubenssätze, installiere neue. Weißt du, wenn ich mit meinen Singles arbeite, die ich 1:1 über eine längere Zeit begleite, dann unterstütze ich sie mit einer ganz einfachen Methode dabei, genau das zu tun, nämlich ihr Energiesystem zu entrümpeln. Stell dir vor, dein neues Leben ist dein neues Haus. Es ist groß und hell, aber stehen auch noch einige alte Möbel rum. Wäre es nicht klug, dieses alte Gerümpel erst loszuwerden, bevor du mit deinen neuen Möbeln in dieses wunderschöne Haus einziehst? Das Schöne bei meiner Methode ist, dass wir nicht nur deine alten Möbeln entrümpeln, sondern auch die deiner Vorfahren und all der Versionen von euch. Wir arbeiten im Quantenfeld. Hier ist tiefgreifende Veränderung möglich und zwar so viel schneller als in unserer 3D-Realität. Drittens. Du brauchst eine Vision von deinem neuen Leben. Du brauchst ein Ziel. So, ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschritten, aber ich finde es einfach wichtig für dich, dass du diese Zusammenhänge verstehst und vor allem verinnerlichst und nicht nur irgendwelche Flirt-Tipps anwendest, die ich dir natürlich auch gebe. Dennoch ist es so, wenn du Flirt-Strategien anwendest, sie aber nicht verinnerlicht hast, dann wird das dein Gegenüber spüren. Denn wenn du einem Mann gegenüber sitzt, der dir so richtig gut gefällt, dann kommt dein System in einen Stresszustand. Und unter Stress fallen wir ganz leicht aus unseren antrainierten Rollen raus, aus unserem Verhalten und wir zeigen das, was wirklich in uns vorgeht. Und wenn du unter Stress auch cool sein möchtest, dann solltest du die Dinge verinnerlichen. So wie die Superhelden, James Bond, Superwoman, Spider-Man, die fallen sicher noch andere Helden ein. Wobei, die sind ja auch gar nicht echt. Könnte man doch glatt vergessen, wenn man in so einen Film eintaucht, nicht wahr?
Und so ist es auch mit deinem Leben. Du bist in einem Film eingetaucht und du siehst in deiner Außenwelt Menschen und Ereignisse, die aufgrund deiner alten Programmierungen entstanden sind. Wenn sich also dein Leben ändern soll, dann beginne mit dir. Sei du die Veränderung, die sich dann schließlich in deiner Außenwelt abzeichnen wird. Denn unsere Welt ist ein Spiegel unserer Befindlichkeiten. Ja, und jetzt, wenn du möchtest, nochmal die Erinnerung, abonniere meinen YouTube-Channel, schalt die Glocke ein, dann versäumst du nichts. Und dann kann ich nur sagen, stimme deine Gitarrenseite und klinge hinaus in die Welt und zeig dich von deiner besten Seite. Entrümple dein Leben, entrümple dein Energiesystem und ja, buche gern ein völlig kostenfreies Herzensgespräch mit mir. Dann kann ich dir schon mal ein bisschen auf deinem ganz persönlichen Weg helfen. Dann bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen.